Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bond Review. Ja, kommen wir also zum Jahr 1977. Nicht nur mein Geburtsjahr, das stimmt wirklich, sondern auch das Jahr, in dem, ist natürlich Unsinn jetzt die Box hochzuhalten, aber ich zeige es ja immer wieder gerne, in dem mein bis dato immer noch absoluter Lieblingsbond erschienen ist, Der Spion, der mich liebte. The Spy Who Loved Me, wieder mal richtig übersetzt, mit Roger Moore in der Hauptrolle. Ja, die ersten beiden Roger Moore-Filme, habe ich ja schon gesagt, waren jetzt nicht so wirklich meins. Obwohl viele Sachen stimmten und ich sie prinzipiell auch relativ gerne sehe, aber das fehlt sowas, ne? Und bei dem Film, da ist das irgendwie alles ganz anders. Das ist für mich der ultimative Bond. Das geht gar nicht besser. Und woran liegt das? Ja, keine Ahnung. Als kleine Vorgeschichte muss ich erstmal dazu sagen, wer so die alten Bond-Filme bis Der Mann mit dem goldenen Colt sieht, dem wird am Anfang mal auffallen, dass es immer zwei Namen gibt, die genannt werden. Und zwar ist das zum einen Albert R. Broccoli und zum anderen Harry Saltzman. Ne? Salz und Broccoli passt irgendwie gut zusammen. Naja. Und ab Der Spion, der mich liebte, ist Harry Saltzman verschwunden. Woran liegt das? Harry Saltzman war, wie gesagt, einer der Produzenten der Reihe, der natürlich noch andere Sachen am Laufen hatte. Und ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, und er war jedenfalls bei einer Firma involviert, die aber pleite gegangen ist. Und weil er Geld brauchte, verkaufte er halt seine Rechte an den James Bond Filmen, und zwar an United Artists, also die auch die Filme damals rausbrachten, und war deswegen als Produzent einfach nicht mehr dabei. Wie viel Einfluss er gehabt hat, weiß man nicht. Fakt ist auf jeden Fall, als Albert R. Broccoli, oder Cubby, wie er von allen immer genannt wurde, als Cubby Broccoli jetzt plötzlich vor der Aufgabe stand, jetzt einen eigenen Bond zu drehen, war das für ihn natürlich quasi die Gelegenheit, sich zu beweisen. Und es wurde wirklich alles versucht, um das zum besten Bond zu machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, da er mir am besten gefällt, hat es ja offensichtlich funktioniert. Ne, aber natürlich gab es da auch einige Missgeschicke, Unglücke. Also nicht jetzt riesen schlimme Sachen, aber ne, so ein paar Sachen sind schiefgegangen. Und alle haben gedacht, oh Gott, das Ding ist zum Scheitern verurteilt. Und war es aber nicht. Wurde, wie gesagt, für mich einfach der beste Bond. Da stimmte echt alles. Und ja, für die meisten, ne? Meistens ist es ja immer Goldfinger, der bei allen hoch angesehen wird. Ich glaube, der ist gar nicht so hoch angesehen, aber ich mag ihn einfach total. Okay, worum geht's? Mal wieder die klassische Weltherrschaftsgeschichte. Es gibt einen reichen Industriellen namens Karl Stromberg, großartig gespielt von Kurt Jürgens. Kurt Jürgens, ein schwedischer Schauspieler, der aber in vielen europäischen Produktionen auftauchte, wahrscheinlich sogar auch in amerikanischen, und der zum Beispiel auch in der Lage war, verschiedene Sprachen zu sprechen. So hat er sich auch selbst im Deutschen synchronisiert, im Französischen auch, und ich kann jetzt nicht für das Französische sprechen, aber zumindest beim Deutschen, du hörst es nicht, dass es kein Muttersprachler ist. Also der hat, das stimmt einfach alles so, ne? Da ist kein Akzent, der spricht lupenreines Deutsch. Großartig, ne? Finde ich super, wenn Leute so mehrsprachig sind, also egal in welche Richtung, in dem Fall passt es mit Deutsch einfach super. Ne? Und der hat einen Plan ersonnen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und zwar entführt er Atom-U-Boote, sowohl amerikanische als auch russische, als auch britische. Und die halt mit Atomraketen bestückt sind, und will die halt auf die Mächte sozusagen gegenseitig abschießen, auf die Supermächte, in der Hoffnung, dass die sich dann halt gegenseitig auslöschen. Und weil er so ein, ja, wie soll man das nennen, Ozeanologe, ich weiß es nicht, also er hat halt ein Ding mit dem Wasser, ne? Ich meine, ein Tanker. Das ist übrigens auch wieder ein Tanker, der dann so macht. er hat halt den Traum einer Unterwasserstadt. So, ne? Das will er bauen, und er selbst lebt auch auf einem
ja, Unterwasserlabor sozusagen. Also es ist so wie so eine künstliche Insel, die hochgefahren werden kann und runter. Ne, Das allein schon, dieses Szenario ist schon so wahnsinnig, dass es überhaupt nicht mehr realistisch ist. Deswegen ist es perfekt für Bond. So. Und da, wie gesagt, ein russisches und auch ein britisches Atom... Nee, erst wurde es nur ein britisches und ein russisches Atomboot entführt oder geschnappt und keiner weiß wohin, haben sich die Regierungen von der Sowjetunion und des Königreichs, des Vereinten Königreichs entschieden, dass sie einfach zusammenarbeiten, weil sie dieselben Interessen haben. Ne, dasselbe Ziel, sollte man zumindest meinen. Und vielleicht ist ja dann nochmal, weiß es nicht. So. Und auf britischer Seite ist das natürlich klar, ist das Bond. Und auf russischer Seite ist das Triple X. Und das ist jetzt nicht Vin Diesel, sondern, wie heißt sie? Anya. Anya auf jeden Fall war ihr Name. Gespielt von Barbara Bach, einer wunderschönen Frau, also halt eine weibliche Agentin. Ne? Dann gibt es auch eine schöne Szene so am Anfang zur Einführung, so um sie kennenzulernen, dass man halt, dass der KGB-Vorsitzende Gogol, der auch immer wieder vom selben Typen gespielt wird, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, ein guter Mann, der sagt halt so seiner Sekretärin, dass sie ihr Triple X rufen müssen, ne? Also so, es wird erstmal, man weiß halt nicht, ist es ein Mann oder eine Frau. Ich meine, gut, bei der Spion, der mich liebte und sollte man davon ausgehen, aber es wird halt erstmal so ein Pärchen im Bett gezeigt und der Fokus ist halt mehr auf dem Mann, der dann auch plötzlich piept halt was los und sagt, hier, ruf Agent Triple X und dann steht er auf und du denkst, okay, der geht jetzt zum Telefon, um jetzt irgendwie seine Instruktionen abzuholen, aber der geht halt einfach nur weg, weil er nicht Triple X ist und nicht erfahren darf, um was es geht. Und dann antwortet halt diese Frau. Und ist ein netter Effekt. Okay, wer es noch nicht kannte, den habe ich jetzt gerade genommen, aber ich persönlich find das immer wieder schön, so diese Szene, wie die aufgebaut ist. Ja, ja, was soll ich sagen? Film bietet halt auch wieder was ich schon in den zwei Vorgängern hatte, und zwar wieder eine wiederkehrende Rolle. Das weiß man natürlich hier noch nicht, wenn man jetzt das chronologisch abspielt. Und zwar ist es die Figur des Beißer, ja, also wahrscheinlich auch so der bekannteste Bond-Handlanger überhaupt. Ne, gespielt von Richard Kiel, so ein 2-Meter-Hühne mit Metall im Gebiss. Also der heißt ja nicht umsonst Beißer. Also eigentlich heißt er im Original Jaws, was ja Kiefer bedeutet. So ein bisschen in Anlehnung an der weiße Hai, der ja auch Jaws heißt. Bloß es wäre jetzt wahrscheinlich merkwürdig gewesen, wenn der in der deutschen Version der weiße Hai heißen würde. Deswegen haben sie ihn Beißer genannt. Und das passt auch besser zu dem, was er macht, weil er seine Opfer tot beißt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er frisst sie nicht auf, aber er beißt halt die Halsschlagader durch. Das macht er in diesem Film mindestens einmal. Ja. Und er ist halt auch sonst extrem hart im Nehmen. Ich finde das eine Szene sehr lustig. Da steht Bond, also Bond ist jetzt so hoch, sagen wir mal, ja, und Beißer ist so hoch. Und dann stehen die sich halt so gegenüber. Also es ist. Ich glaube, der Unterschied ist noch größer, aber das kann ich jetzt hier auf dem Video nicht anzeigen. Und Bond versucht ihm halt eine zu langen. Und seine Arme reichen gerade so, um seinen Kiefer so zu streifen, sozusagen. Das sieht so lächerlich aus, dass er so ausholt und schlägt. Und ich würde mir dann eher was in meiner Augenhöhe, also ich kann es ihm auch super in den Magen schlagen oder so. Ne? Wer schon mal eine ordentlich in den Magen gekriegt hat, der weiß, dass einen das auch erstmal ausnockt. Ne? Oder zumindest erstmal in die Knie zwingt. Ne? Aber nein, es wird erstmal klassisch auf den Kiefer gezielt. So, ne? Der aber jetzt 50 Zentimeter über ihm ist, der so. Es hätte nur noch gefehlt, dass Bond hochspringt oder so. Naja, egal. Ja, also der Humor, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, ist ganz, ganz großartig bei diesem Film. Was interessant ist, es gab bei diesem Film noch einen Subplot, der aber komplett gestrichen wurde. Und zwar gab es eine Rolle, gespielt von einem britischen Schauspieler namens
ich glaube, Albert Moses ist ein Schwarzer, der taucht hier nur ganz kurz auf, der ich weiß gar nicht, was der hier ist, irgendwie so ein Diener oder sowas, und wo sich eigentlich herausstellt, dass der auch irgendein Agent ist, der da auch dann noch irgendwie Szenen hatte, und das wurde dann aber komplett aus dem Film entfernt. Na, aber der Film ist auch mit 2 Stunden, 10 Minuten eigentlich lang genug. Ich glaube, da hätte mehr jetzt wirklich nicht, hätte man nicht zeigen müssen. Hat trotzdem ein schönes Tempo, wie ich finde. Der ist zu keiner Stelle irgendwie langweilig. Na, selbst in Szenen, wo mal nicht gesprochen wird oder es keine Action gibt, hast du dann so wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Der Film spielt ja größtenteils oder zum Großteil unter anderem in Ägypten, und das ist einfach schön, so mal so diese Szenerie zu sehen. Da gibt es auch eine witzige Szene bei Ägypten, oder noch eine kleine Anekdote, die man erzählen kann. Und zwar gibt es halt eine Szene, wo Bond diesen Beißer verfolgt. Der ist bei so einer Vorführung vor den Pyramiden, so abends. Und der folgt da halt jemandem. Und dann kauert sich Bond hinter so einen Felsvorsprung sozusagen, also da liegt irgendwie so ein Stein, und ja, weil Beißer soll ihn ja nicht bemerken, weil er mal kurz stehen bleibt und sich umschaut. Und man wollte dann eben so in der Totalen, oder wie das heißt, zeigen, wie dann Beißer so im Hintergrund weggeht und Bond vorne ist, aber man hatte irgendwie vergessen, das zu drehen. Man hatte halt zwar diese Einstellung von Beißer so ein bisschen aus der Entfernung, wie der so weggeht, ne, und so tatsächlich auch mit dem Stein, aber man hatte irgendwie Roger Moore gar nicht da. Und dann kam man später einfach auf die Idee, dass man von Moore einfach ein Bild reingeschnitten hat. Also man hat quasi wirklich ein Standbild von Bond, also von Roger Moore genommen, und hat das sozusagen vor diesen Stein gesetzt und hat dann einfach das so vervielfältigt. Du siehst, also wenn du die Szene siehst, merkst du auch, dass Bond halt absolut regungslos dasteht. Normalerweise, man würde sich ja ein bisschen, allein schon durchs Atmen bewegst du dich ja immer ein bisschen, aber das macht er halt gar nicht. Und es ist mir nie aufgefallen, bis ich das mal selbst gehört habe. Und dann habe ich mal drauf geachtet, tatsächlich, es ist wirklich ein Standbild. Aber ja, gut, ne, es klappt halt. Also das ist halt wieder diese Kinomagie. Man bemerkt solche Sachen einfach nicht, aber man muss es auch nicht bemerken. Und die Illusion ist ja trotzdem perfekt. Ne, es wird einem ja genau das gezeigt, was man in der Szene sehen sollte. Und deswegen macht es auch voll Sinn, das so zu sehen. Ja. Titellied gesungen von Carly Simon, einer sehr guten Sängerin, so die hauptsächlich in den 70ern und 80ern bekannt war. Das bekannteste Lied von ihr wahrscheinlich ist You're So Vain. Das kennt jeder, und es geht jetzt nicht um Vain, wie Vain interessiert, sondern eingebildet. Na, das Nobody Does It Better heißt das Lied. Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein Bond-Lied, wenn man jetzt mal vom allerersten Bond absieht, erschienen ist, wo nicht der Titel des Films der Titel des Liedes ist. Ne? Also, niemand macht es besser, Nobody Does It Better. Ne? Der Spion, der mich liebte. Ne? Aber die Szene, oder nicht die Szene, die Zeile The Spy Who Loved Me kommt im Text vor. Aber hier hat man, ja, ist auch schwierig. Also bringt man ein Lied raus, das der Spion, der mich liebte, heißt. Also ist, wenn man nicht wüsste, dass es von einem Film ist, würde man denken, was zur Hölle? Wer singt denn über sowas? Was kommt denn als nächstes? Goldfinger? Egal. Ne, also, ist, nee, wie gesagt, das ist auch eins meiner Lieblingslieder. Finde ich ganz groß. Ist mal im Vergleich zu den vorhergehenden, die waren, ich sag mal, ein bisschen flotter, ein bisschen rockiger. Das ist eine astreine Ballade. Sehr schön, sehr getragen. Ne? Auch so mit Streichern und so. Ich finde das großartig. Ein schönes Lied. Ja. Yeah. Eine Besonderheit hat der Film noch. Mein Gott, da kann man, bei dem Film kannst du echt eine Menge erzählen. Und zwar ist der am Ende, ne? Man kennt das ja bei den alten Bonds, da steht ja immer am Ende dann so, James Bond will return. Das war ja eine geplante Serie. Und da stand, oder da steht immer noch, es wurde nie nachbearbeitet, For Your Eyes Only, also in tödlicher Mission, wie er denn in Deutschland hieß, sollte eigentlich der nächste sein. Der nächste war aber Moonraker. Und das war einfach dessen geschuldet, dass eben Star Wars rauskam und Star Wars so ein Riesenerfolg wurde, dass er sich gesagt hat, okay, macht, was ihr wollt, aber wir müssen Bond ins All schicken. Das ist
All ist jetzt gerade der große Knaller, ne? Ich meine, es kam Star Wars raus, durch Star Wars kam ja dann auch Star Trek, der Film, raus. Ne? So irgendwelche Weltraumproduktionen schossen wie Pilz aus dem Boden. Alle wussten, okay, das ist jetzt gerade das ganz große Ding und da muss auch Bond irgendwie dran beteiligt sein. Ich bin nur froh, dass zu Zeiten von Herr der Ringe Bond nicht irgendwie ins Mittelalter versetzt wurde. Da war nur Glück gehabt. Okay, ja, habe ich erzählt eigentlich, worum es in dem Film ging? Ja, achso, weswegen sie eigentlich hinter dem Ganzen hinterher waren, es war das U-Boot-Ortungssystem. Weil diese U-Boote, dachte man immer, sind nicht zu orten, obwohl Q sagt, das ist super leicht. Ja, und das war der ganze Aufhänger, weswegen man dann überhaupt erst drauf kam. Okay, gut. Ja, dann wär's das schon gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen. Und bis dann bleibt mir nur zu sagen, ich sage ja zu Deutsch und Wasser.